Mario ist der Chef des Golfzuges. Von hier aus starten die Patrouillen der Bundeswehr. Golfzug, so der militärische Codename für die Truppe von rund 30 Soldaten. Dieser Film schildert ihre Geschichte und ihre Erlebnisse im Kriegsgebiet von Nordafghanistan. Hauptfeldwebel Mario und drei seiner Kameraden haben wir im Einsatz und später auch zu Hause in Deutschland begleitet. Gleich in den ersten Tagen ihres Einsatzes haben sie sich bei ihren Vorgesetzten den Ruf erworben, besonders tapfer zu sein. Immer wenn es ernst wird, muss der Golfzug ran, wird in die vorderste Linie geschickt. Wow. Weg los, weiter! Achtung, RPG! Ja. Achtung, runter! RPG. Ein kurzes Zischen nur, dann schlägt die Granate ein. Abgefeuert aus einer RPG, einer Panzerfaust. Bilder von kämpfenden Bundeswehrsoldaten während eines Gefechtes in Nordafghanistan. Wow! Wow, runter, runter, runter! Der Feind ist kaum zu erkennen. Irgendwo da hinten, zwischen den Häusern. Einige hundert Meter entfernt. Der war genau auf dem Dach! Der war auf dem Dach! Vom Dach haben die geschossen! Für die Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf ist das ihr erstes Gefecht. Ihr Einsatz hat gerade erst begonnen. In den nächsten 5 Monaten werden sie jetzt fast täglich unter Feuer genommen. Die Männer des Golfzuges müssen kämpfen und werden töten. 3 von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. Nur wenige Tage später werden sie fallen. Am 2. April 2010, dem Karfreitag. Wie gut der Feind an diesem Karfreitag vorbereitet war, haben die Taliban für ein Propagandavideo selbst dokumentiert. Aufmarsch mit AK-74, der Kalaschnikow, dazu Maschinengewehre und Panzerfäuste. Die deutschen Soldaten über Kilometer im Visier der Aufständischen, wie auf dem Präsentierteller. Ohne dass es die Fallschirmjäger bemerken, werden sie eingekreist. Der Hinterhalt ist perfekt vorbereitet. Dann am Mittag der Angriff. Gleich von 3 Seiten nehmen 70 bis 80 Angreifer die Fallschirmjäger unter Beschuss. Mit enormer Feuerkraft attackieren sie die Deutschen. Die Taliban haben gelernt. Erstmals gibt es Bilder des Gefechts vom Karfreitag. Nach einem Taliban-Angriff haben sich die Soldaten des Golfzuges nach Isakhel zurückgezogen, einem Dorf knapp 6 Kilometer vom deutschen Lager in Kunduz entfernt. Mitten im Taliban-Gebiet. Es sind 32 Männer, von der Kompanie und dem Nachschub abgeschnitten. Handeln unter Extrembelastung. Es dauert 1 Stunde, bis die Soldaten des Golfzuges den Feind ausmachen, wissen, von wo geschossen wird. Am Ende kämpfen die Fallschirmjäger 9 Stunden lang. 9 Stunden Todesangst. Am Karfreitag hat der Golfzug seinen ersten Verwundeten gleich zu Beginn des Gefechtes. Doch es dauert Stunden, bis dieser unter Lebensgefahr aus der Schusslinie geborgen werden kann. Dabei wird Robert Hartert angeschossen. Der stirbt 2 Stunden später im PRT Kunduz, dem deutschen Feldlager. Die Fallschirmjäger geraten so unter Druck, dass sie sich zurückziehen müssen. Dabei kommt es zur Katastrophe. Einer der gepanzerten Dingos fährt auf einen ferngezündeten Sprengsatz. Nach 9 Stunden Dauerfeuer geht Mario und seinen Männern langsam die Munition aus.
Einige der Gewehre fallen wegen Überhitzung aus. Verstärkung, auch aus der Luft, kommt lange nicht. Runter, nicht alle auf einen Haufen! Los, mach dich frei! Der Golfzug ist eingeschlossen. An dieser Stelle enden die Videoaufnahmen. Durch die Explosion sterben Martin Augustiniak und Nils Bruns. Die Taliban filmen weiter, wie sie die amerikanischen Rettungshubschrauber beschießen. Als die Bundeswehr sich endlich zurückziehen kann, rücken die Taliban vor. Sie stecken den Dingo in Brand. Voller Stolz präsentiert der Taliban-Kommandant das ausgebrannte Panzerfahrzeug. Großartig, großartig, sagt er immer wieder. Es lebe der Islam. Ein brennender Dingo macht sich gut im Propagandavideo. Genauso wie eine Blutlache. Und ein von Kugeln durchlöcherter Helm. Man zeigt gerne den Erfolg gegen die verhassten Ungläubigen. Dass auch die Taliban Opfer zu beklagen haben, wird dabei verschwiegen. Nils Bruns, Robert Hartert und Martin Augustiniak. Sie lassen ihr Leben in Nordafghanistan. Sie sterben in dem Gefecht am Karfreitag. Es sind die Gefallenen Nummer 37, 38 und 39 am Hindukusch. Die Trauerfeier in Kunduz wird einmal mehr zum bitteren Zeugnis des Krieges in Afghanistan. Und der Karfreitag 2010 zum Tag einer schweren Niederlage für die Bundeswehr. Martin Augustiniak, 28 Jahre alt. Robert Hartert, 25 Jahre alt. Nils Bruns, 35 Jahre alt. Gefallen am Karfreitag. Ja, den Angehörigen in die Augen zu schauen. Das war schwer. Und teils persönliche Sachen übergeben zu müssen, das ist schon schwer. Aber ich hatte es versprochen. Und deswegen, ja, habe ich es gemacht. Ich möchte es aber nie wieder machen müssen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass mir irgendjemand ein bisschen was von mir zurückgeben kann. Dass irgendwas Persönliches mitgekommen ist noch. Und dann nahm ich der Mario beiseite und nahm meine Hand und legte mir dann das Medaillon hier so rein. Und da war ich wieder richtig glücklich, dass ich das, was wir Nils mitgeschickt haben, was Nils immer bei sich hatte, dass wir das zurückgekriegt haben. Wie gesagt, es war ein Versprechen, was ich dem Nils gegeben habe. Und sie ist dann einfach in meinen Armen zusammengebrochen. Ja, kann ich nichts weiter zu sagen. Und wie dann der Ehering da dran war, das war ja halt dieses, dass das Leben nicht mehr gibt, wenn man den Ring zurückbekommt. Aber es war so schön. Das war das Schönste an dem Tag. Selsingen in Niedersachsen. Hier findet eine Woche nach dem Karfreitag die Trauerfeier für Martin Augustiniak, Nils Bruns und Robert Hartert statt. In der ersten Reihe neben den Angehörigen die hohe Politik. Erstmals erweist die Kanzlerin toten Soldaten des Afghanistan-Einsatzes die letzte Ehre.
Neben dem Schmerz und der Trauer beginnt wieder einmal die Debatte über die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Krieges am Hindukusch. Eine Debatte, die immer dann aufflammt, wenn Soldaten in Särgen heimkehren. Ich komme selbst aus Georgien und ich kenne, was Krieg bedeutet. Anscheinend liegt das daran, dass hier Frieden herrscht. Manche haben außer Frieden nichts gesehen. Ja. Von dem anderen Welt verstehen die nichts. Es ist ja letzten Endes des deutschen Volkes Wille, den wir da unten ausführen, den Auftrag. Und deswegen wäre es sehr, sehr wünschenswert, dass unser Volk mehr dahinter steht. Und so bleibt eine Forderung nach mehr Anerkennung für das, was Sie, die Soldaten, im Auftrag der Politik in Afghanistan leisten müssen. Nur wenn den Bürgern klar sei, wofür sie gekämpft haben, nur dann seien ihre Kameraden nicht umsonst gefallen.